Heyo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Video zur Konichi 2015. Wir konnten leider nur den 19. da sein, also den Samstag, weil wir keine Übernachtungsmöglichkeit hatten. Wir sind dieses Mal zu sechst da gewesen, das heißt mein Mitbewohner, ich, mein Bruder, dessen Freundin und noch zwei Freunde von uns. Zwei von uns hatten dann tatsächlich auch Karten und wir konnten rein. Wie ihr ja von mir mittlerweile gewohnt seid, mache ich die Intros und die Endcards nicht auf den Conventions selber. Vielleicht sollte ich mir das irgendwann mal angewöhnen, das wäre ein bisschen authentischer als hier immer in meinem Zimmer. Ja, ich würde sagen, dann beginnen wir doch mal mit dem Video selbst. Ein ganz großer Teil der Konichi ist natürlich der Begriff Cosplay. Und die Cosplayer waren massig. Wir haben einige Rundgänge über das Gelände gemacht, haben dabei sehr viele Cosplayer gefilmt und sind am Ende, wie es anders sein soll, bei einer League of Legends Gruppe gelandet. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Thank you.
Neben den ganzen Cosplayern ist mir ein junger Mann sehr im Gedächtnis geblieben. Und das lag daran, dass dieser junge Mann einen ausgezeichneten und unverwechselbaren Musikgeschmack hatte. Ich hatte auf der Konichi eine bestimmte Jacke an. Genau diese. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer sehr interessanten Begebenheit kam. Und zwar haben wir so auf einer Bank gesessen, nichts ahnend. Auf einmal ertönte neben uns der Song Prometheus von Saltatio Mortis. Dieser Song schallte aus den Lautsprechern eines jungen Mannes, der hinter uns hergelaufen war und die Band erkannt hat und dachte sich, hey, Saltatio Mortis! Und hat dann über seine Lautsprecher mal eben den Song angemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Es war eine sehr, sehr interessante Aktion und ich habe mich sehr darüber gefreut. Leider kenne ich den Namen dieses jungen Mannes nicht. Also, falls du das hier sehen solltest, pack doch gerne mal einen Comment unten unter das Video. Ich würde mich sehr darüber freuen und vielen Dank nochmal. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Hier ein kurzer Einblick. Viel Spaß. Da innen war ein Mann zu sehen. Ich war tatsächlich, dadurch, dass ich mir die Karten von zwei Freunden ausleihen konnte, dann doch noch in der Halle drin. Und ich muss sagen, ich habe dieses Mal tatsächlich viel mehr Geld dagelassen als in den letzten Konichi-Veranstaltungen. Ich glaube, insgesamt bin ich 120 bis 130 Euro losgeworden. Das ist für mich schon eigentlich sehr viel, weil ich normalerweise relativ wenig Geld auf den Conventions lasse. Aber wenn ihr die Hallen seht und die Angebote da, könnt ihr es vielleicht verstehen. Viel Spaß! Da ich euch natürlich nicht vorenthalten will, mit was für komischen Freaks ich da eigentlich unterwegs war, hier noch ein paar kurze Ausschnitte von mir und meinen Freunden, wie wir irgendwie missbauen. Komisch. Viel Spaß. Ja, aber ich weiß nicht. Hallo. Jetzt reden wir mal wieder über stinkende Menschen, damit das wieder geblankt ist. Yeah. Episches Blickduell. Hey, ihr versaut mein Video. Warte, das muss man anders machen. Gib mal. Das muss man so machen. So. Weißt du, was mein Trick ist? Ich schau einfach ganz tief in die Augen. Ich verliere mich da drin. Ey, wir klauen jetzt Dianas Waffe, laufen durch die LOL-Cosplayer und schreien Pentakill. Oh Mann, guck mal, was du gemacht hast jetzt. Die Tat.
Der Jerome, ne? Hier die. Den siehst du. Komische hier drin. Will ich auch erst am Kurs. Dem Fischer ist das so geil, ey. Du merkst, dass es keine gut aussehenden Männer gibt. So, das war es dann von meinem Konnichi-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass ihr noch ein kleines bisschen dranbleibt, denn ich habe noch was Besonderes für euch. Und zwar findet ihr, entweder in dem Bild verlinkt oder unten in den Kommentaren, weitere Videos mit Bezug auf Konnichi. Einmal haben wir da sehr viele japanische Speisen gekauft und haben daraus eine Asia Food Challenge gemacht. Die werdet ihr hier verlinkt in dem Video da oben in der Ecke finden. Oder wie gesagt, die Links unten in der Videobeschreibung. Es war sehr, sehr interessant. Es waren definitiv Dinge, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gegessen habe. Was aber auch entfernt damit zu tun hat, ist ein anderes Video, was ich demnächst noch machen werde. Und zwar haben wir vor, für die nächste Konnichi ein relativ umfangreiches Cosplay zu gestalten. Also mein Bruder, dessen Freundin, ich und hoffentlich noch irgendjemand, der sich findet. Es ist eine Art Shoppingtour durch einen Baumarkt. Und anhand dessen, was wir geholt haben, sollt ihr, wenn ihr möchtet, erraten, was für Cosplays wir denn nächstes Jahr planen. Genau genommen ist der Einkauf nur für das Cosplay meines Bruders, aber wenn ihr ihn erraten habt, dürfte der Rest unserer Gruppe auch nicht mehr so schwer sein. Wie gesagt, das Video packe ich euch auch hier da ins Video. Und wie gesagt, unten in die Videobeschreibung, wenn ich es hochgeladen habe, wird es auf jeden Fall sofort kommen. Und dann würde ich sagen, schaut euch die beiden Videos an. Schaut unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin, wie immer. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf der nächsten Konnichi. Vielen Dank an alle Cosplayer, die hier dieses Video mitgemacht haben, die sich dazu bereit erklärt haben, ein bisschen für mich vor der Kamera rumzuhampeln. Und ohne euch wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Konnichi und bis dahin. Ciao!